Das Henkerhaus in Nürnberg. Das Haus des Henkers war im Mittelalter ein abgeschiedener Ort, denn der Henker durfte nicht viel mit den Bürgern zu tun haben. So verband der Henkersteg das Haus mit der Stadt. Vom 15. bis zum 19. Jahrhundert wohnte hier der Henker. Das Fachwerkhaus links war früher ein Lepraspital. Ich habe keine Ahnung.